Hier ist der königlich bayerische Rundfunk mit den Nachrichten, oder? Berlin. Nachdem aus bisher ungeklärten Gründen am gestrigen Mittwoch alle Züge der Deutschen Bahn pünktlich waren, trat der Vorstandsvorsitzende Rüdiger Grube angesichts dieser Verfehlung umgehend zurück und drückte sein Bedauern aus. Ein Sprecher der Bahn bemüht sich zur Stunde verzweifelt um eine Erklärung. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen versichern, ohne darum herumzureden, und davon sollte man ausgehen, dass dieser Einzelfall im Hinblick auf die Umstände, in denen wir uns befinden. Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, bei dieser wirtschaftlichen Entwicklung, welche sich nicht verleugnen lässt, dass das Thema des Personentransports, ohne zu übertreiben, von ausschlaggebender Bedeutung ist. Niemand, wer wolle das bestreiten, hat letzten Endes, und damit möchte ich schließen, nicht wieder vorkommen. Ich danke Ihnen. Rom. Der heftige Regen in Mittelitalien sorgt für verheerende Überschwemmungen in der Hauptstadt. Nachdem der Tiber über die Ufer getreten ist und bereits zahlreiche Keller überflutet hat, werden nur noch einige historische Bauten vom Hochwasser bedroht. Besonders besorgniserregend ist der Zustand der Kanalisation des Vatikans. Gullydeckel können den Heiligen Stuhl nicht eindämmen. Diese Ereignisse trafen die Bürgerinnen und Bürger wie auch die zuständigen Behörden völlig unvorbereitet. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi dazu wörtlich: Merda! Aus Rom, Latrina Ulit. Fukushima. Entgegen aller Befürchtungen hatte die seit dem 11. März dieses Jahres freigesetzte radioaktive Strahlung keine negativen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der dortigen Tierwelt. Im Zoo von Fukushima wurde vorgestern der bisher zweitgrößte dreiköpfige Affe der Welt geboren. Mutter und Kind sind wohlauf. Das örtliche Fremdenverkehrsamt rechnet mit einem Anstieg der Besucherzahlen um bis zu 20% in den folgenden Monaten. Tokio. Als Reaktion auf die jüngsten Datenskandale gab Sony vor wenigen Stunden bekannt, dass ab sofort alle Kreditkarteninformationen öffentlich abrufbar sind. Der Konzern hofft, damit weiteren Angriffen auf das bereits angeschlagene Sicherheitssystem der Datenspeicher vorzubeugen. Innenminister Friedrich begrüßte die Entscheidung und forderte, dieses System auch auf die Vorratsdatenspeicherung des BND auszuweiten. Schließlich noch die erfreuliche Meldung des Tages. Eine Umfrage am Viktualienmarkt hat ergeben, dass München die schönste Stadt der Welt ist. Und nun zum Wetter. Auf der Zugspitzen derzeit strahlender Sonnenschein bei sommerlichen 0 Grad. Die Münchner Theresienwiesen liegt aktuell unter einem leichten Biernebel bei 20 Grad. Jenseits des Weißwurst-Äquators scheint die Sonne nicht über Bayern und von weißblauem Himmel kann keine Rede sein. Grautfreie Fahrt auf Bayerns Straßen. Blitzer wurden gesehen auf Route 12, 14 und 27. Hier ist Uschi Untermeier. In unserem Programm geht's jetzt weiter mit dem zweiten Teil unserer beliebten Sendung Schnackseln und die Stadt.